Heute wird ein absoluter Klassiker besprochen, den sich die Community gewünscht hat. Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway und Vallandizanti ist auch dabei. Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe. Zu einer Ausgabe, die auch sehr gut zum Sommer passt, der jetzt ordentlich Fahrt aufnimmt. Wir besprechen zum allerersten Mal hier Ernest Hemingway. Ich will natürlich auch diesen Sommer ans Meer und ich wünsche mir dazu Vallandizanti her. Da ist das gute Stück. Ab ans Meer, Ingo. Schön, dass ihr alle dabei seid für dieses ganz besondere Buch, das wir heute besprechen werden. Ja, ich muss direkt vorab sagen, guck mal hier, alte Ausgabe, neue Übersetzung und digital. Es bricht mir mein Herz. Ich habe die Ausgabe, die ich jetzt tatsächlich für unsere Sendung gelesen habe, nicht mit. Ich habe es in der Schule liegen lassen. Ich habe nämlich diese rote englische Originalausgabe von, wie heißt es? Die immer die kleinen dünnen Heftchen machen, eigentlich die gelben. Reklam, genau. Von Reklam habe ich es gelesen. Von Reklam, die roten. Ja, von Reklam, die roten Ausgaben sind die originalsprachigen Ausgaben, habe ich dann auch herausgefunden. Und das ließ sich mega gut in der Reklam-Ausgabe lesen, weil die hatten auch direkt das Vokabular mit drauf, also das Special-Vokabular, das halt wirklich sehr ungewöhnlich ist. Davon kannte ich einige Wörter, aber nicht alle. Und deswegen, ja, also mit der Reklamausgabe war das sehr schön. Das hier ist die Ausgabe, die ich damals an der Uni, ja, extra mein Uni-Marburg-T-Shirt an, in der Uni gelesen habe. Und die habe ich mir jetzt extra nochmal geholt, die Neuübersetzung, und habe mal reingelesen. Ja, also... Dass du überhaupt auf Deutsch gelesen hast, überfordert mich gerade so ein bisschen, dass ja, du auf Englisch gelesen hast. Ja, nur Auszüge, aber ich beschäftige mich ja auch gerade mit dem Thema Übersetzungen. Ich habe ja auch in Kürze mit Fabienne eine Sendung zur japanischen Literatur und ich finde, ich muss da immer mal reinschauen. Tatsächlich habe ich so ein bisschen meine Probleme mit der deutschen Ausgabe, aber da können wir nachher mal dazu kommen. So, wir machen so, wir quatschen kurz über den Autor, wir fassen kurz den Inhalt mal zusammen und dann überlegen wir doch mal, wieso das so ein wichtiger Klassiker geworden ist, über den ja fast jeder spricht. Also das ist ja eins der Werke der Weltliteratur, von dem jeder zumindest schon mal oder jede zumindest schon mal gehört hat irgendwie, würde ich sagen. So, und deshalb auch ein Gruß an die Community. Das war ein toller Wunsch und schön, dass ihr alle dabei seid. Und jetzt sind wir alle ein bisschen gespannt, was Ingo uns alles zu sagen hat und wie ich darauf reagiere. Hemingway, genau. Einer der großen amerikanischen Autoren ist im Jahr 1899 geboren. Es gibt vor allen Dingen vier Werke, die dieser Mann beigesteuert hat und die ganz große Werke der Geschichte sind. Also für die er hoch gelobt ist. Sein erstes Werk, auf das wir draufschauen müssen, ist The Sun Also Rises. Ja. Fiesta. Genau. Ich habe alle so lange nicht mehr gelesen. Jetzt kommst du mit Sachen um die Ecke. Das finde ich gut. Ja, das Fiesta ist sogar durchgestrichen, wie man hier sieht, weil der Prof es nicht mochte, dass Fiesta da reingedrängt wurde. Hemingway wollte ja, dass es The Sun Also Rises, wie mein Prof immer gesagt hat. Der gute Herr Bischof, der kurz darauf nicht mehr an der Uni war. Ich glaube nicht, dass das da einen Zusammenhang gibt. Herr Bischof, Herr Doktor, war ein Doktor? Professor sogar, ne? Ja, Professor. Aber nicht Professor, Doktor. Naja, der muss ja seinen Doktortitel gemacht haben, bevor er die Professur macht, oder? So läuft das. Das ist hier die Frage. Ja. Du hattest sie, ich kenne Professor. Ja, ist dann Professor, Doktor. Ja, genau. Dem war auf jeden Fall Betonung sehr, sehr wichtig immer. Genau, er mochte es nicht, dass das Ganze unter Fiesta verkürzt wurde. Er mochte nur den Originaltitel.
Und das stellt so ein bisschen klar, wofür Hemingway steht. Hemingway genauso wie sein lieber Kumpel Fitzgerald, der den Great Gatsby geschrieben hat. Die vertreten die Lost Generation. Die Generation, genau, da sehen wir es auch bei Valandi in der illustrierten Ausgabe, die Generation der Lost Generation, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause gekommen ist und die einfach, ja, denen so eine gewisse Sinnhaftigkeit abhanden gekommen ist durch den Krieg, die viel getrunken haben, die viel Party gemacht haben, die verlorene Generation. Davon, ja, der hat Hemingway im Prinzip eine Stimme gegeben. Denn wenn wir uns überlegen, also er ist 99 geboren, das heißt, er war während des Ersten Weltkrieges Teenager. Er war auch im Krieg. 1899, sorry, versprochen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, ja, es ist abgefahren, ne? Auch ich muss mich damit immer wieder erst anfreunden. Aber genau, wir können bei Hemingway noch so ein paar Jahrhunderte zurückgehen, denn seine literarischen Vorbilder selber liegen vor allen Dingen bei Mark Twain. Hier, Huckleberry Finn. Da steht... Hier Sachen um die Ecke. Das ist ja, genau. Also ich habe das Ganze auch gelesen in einem Seminar bei der guten Frau Birkle, die immer noch an der Uni Marburg ist, Karin Birkle, die ein hervorragendes Seminar gemacht hat namens Bodies of Water. Und da ging es um Romane, die eben durch diese Wassersymbolik vorangebracht wurden. Und da gibt es natürlich einige amerikanische Klassiker, weil natürlich Amerika ja sowohl die Küsten hat als auch die großen Flüsse. Einer davon ist der Mississippi. Da haben wir über Huckleberry Finn gesprochen. And the Mississippi as a symbol of freedom. Dazu habe ich ein Referat, glaube ich, damals gehalten oder eine Hausarbeit geschrieben. Und davon hat sich Hemingway sehr beeinflussen lassen. Er war ein großer Mark Twain-Fan und hat gesagt, das hier ist der größte amerikanische Roman. Das ist er. Vielleicht bis Fitzgerald dann den Great Gatsby geschrieben hat. Da kann man Treasure dann... Island war da auch ein US. Ging doch auch um irgendwas in den USA, oder? Treasure Island? Ja. Naja gut, Treasure Island ist ja so ein bisschen Abenteuerroman, vielleicht auch Jugendroman. Ich habe es ja nicht gelesen, Harald ist ja riesen Treasure Island-Fan. Hm. Ja, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich kann nur sagen, großer Mark Twain-Fan war er und hat Huckleberry Finn natürlich nochmal so von der Bedeutung hochgehoben, weil es so ein bisschen diesen Jugendroman-Ruf weggenommen hat von Huckleberry Finn, nachdem Hemingway es so gepriesen hat. Genau, weitere Romane von Hemingway, also genau, Fiesta, The Sun Also Rises ist der Roman, in dem der Protagonist ja, erstmal völlig verloren umherfährt und die ganze Zeit. Für mich saß der immer nur im Taxi und hat immer nur gesoffen und war in irgendwelchen Restaurants. Und ich fand das damals total beeindruckend. Dann haben wir A Farewell to Arms. Viele von Hemingways Romanen, die sich natürlich mit den Kriegen beschäftigen. Dann auch mit dem spanischen Bürgerkrieg, Farewell to Arms 1929. Spielt allerdings während des Ersten Weltkrieges und dann For Whom the Bell Tolls 1940, For Whom the Bell Tolls natürlich, der spanische Bürgerkrieg, der da aufgearbeitet wird von Hemingway. Das waren so seine drei großen Romane, bevor dann The Old Man and the Sea kam. Und da war er ja schon ordentlich alt, ne? 1952, das heißt, er war 53 Jahre alt. Also war ordentlich alt mit 53. Für die damalige Zeit, denn wir leben im 21. Jahrhundert, das dürfen wir nicht vergessen. Genau, aber ich finde, auch mit 40 kann man sich ja schon ein bisschen älter fühlen. Und es kommt ja schon raus in dem Roman, das ist ja schon einer der Leitmotive, das Alter. Ja, das heißt ja nicht umsonst nicht The Man and the Sea, sondern The Old Man and the Sea. Und hier sehen wir den Santiago aus der Verfilmung. Genau, also Hemingway hat da ein bisschen mit seinem Alter oder seinen Alterserfahrungen sicherlich auch gespielt.
Genau, er selber war sein Leben geprägt, erstens mal natürlich durch Kriege auf der einen Seite. Er war Reporter, er war Kriegsberichterstatter. Er war allerdings auch Jäger, Hochseefischer, was natürlich den Roman auch sehr geprägt hat. Und ich habe da ein kleines Bonbon mitgebracht. Kennst du das? Wenn du die Geschichte dazu sagst, wird sie mir vielleicht sogar noch einfallen. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses Foto irgendwo schon mal gesehen. Das Witzige ist, dass es ja hier auch diesen riesen Marlin gibt, der halb gefressen ist, ne? Also der hier halb abgefressen ist. Das ist Hemingway mit seinem Freund Henry Strater, der ein Maler war. Und die haben sich da neben diesem Fisch gestellt. Das wurde damals im Times Magazine abgedruckt. 1935 auf Cat Cay in den Bahamas. Und alle sind davon ausgegangen, oh, Hemingway hat diesen krassen Fisch da gefangen. Und er hat das nie klargestellt, dass er sich nur aufs Bild daneben gestellt hat und dass der Henry Strater den Film, Fisch eigentlich gefangen hat. Daraufhin oder damit ist 1935 auch die Freundschaft zwischen den beiden auseinandergegangen und nicht mehr wieder zusammengekommen. Und das ist mit Sicherheit eine der wichtigen Inspirationen gewesen, die irgendwann dann mal zu The Old Man and the Sea geführt haben. Hemingway hat ja generell so seine rauen Haupthelden und seine ganzen Jagderfahrungen und Fischererfahrungen und so weiter sind mit Sicherheit eine Menge in diesen Roman eingeflossen, für den er auch den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Das heißt wirklich sein, ja, wohl erfolgreichster Roman. Und du darfst uns gerne mal erzählen, worum geht's denn in The Old Man and the Sea? Es geht um einen alten Mann im Meer. Um es kurz zu sagen. Der alte Mann Santiago, den wir schon angesprochen haben, hat quasi eine Pechsträhne, die 84 Tage hält. Er lebt in einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Kuba und hat keinen erfolgreichen Fang gehabt als Fischer. Er ist auch mit einem Jungen immer unterwegs. Also keinen mehr, ne? Seit 84 Tagen. Er hatte große Zeiten mal. Ja, genau. Also das ist jetzt seine aktuell laufende Pechsträhne. Und der, er hat halt einen Jungen, der dabei ist und der ist halt auch immer dabei während dieser Pechsträhne. Und dann sagt er halt, dass dieser Junge mit den anderen Fischern los soll, damit er quasi da sein Glück hat und da ist er auch erfolgreich. Am 85. Tag, geht Santiago in sein Boot und wieder aufs Meer hinaus, wie er es quasi immer gemacht hat und hat sich auch nicht wirklich, also hat sich so wie immer halt vorbereitet. Er hat nicht viel Proviant dabei, sondern geht einfach drauf zu. Und währenddessen fängt er tatsächlich einen äußerst großen Fisch. Und das Interessante, was wir dann besprechen werden, ist, dass es nicht einfach ein Fisch ist, sondern er entwickelt eine emotionale Bindung zu diesem Fisch. Und es entwickelt sich so eine Art Jagdspiel, Katz-und-Maus-Spiel, wobei er jedoch eine persönliche Beziehung eben zu diesem Fisch dann auch aufbaut und den Marlin auch tauft. Das Interessante ist, dass, wenn er ihn gefangen hat, auf dem Rückweg kommt es natürlich dann dazu, dass er angegriffen wird von Haien und er kämpft quasi für Marlin mit. Und er betrachtet die Haie als etwas anderes als den Marlin. Und da werden auch ein paar Gegensätze eben aufgestellt. Und am Ende ist es so, dass er mit leeren Händen quasi kommt, wenn wir es rein auf den Fisch beziehen. Nur er kommt ja mit viel mehr quasi mit einer Erfahrung zurück, die er quasi mit uns Lesern dann auch teilt. Vielen Dank für die Zusammenfassung und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal darüber, ist der alte Mann und das Meer, The Old Man and the Sea, stellt euch hier die rote Reklamausgabe vor, ist es ein lesenswertes Buch heute noch, ja oder nein? Und war es vielleicht auch damals ein lesenswertes Buch, vielleicht können wir damit mal anfangen. Sag mal ganz ehrlich, wie hat dir das Buch gefallen? Du hast es an der Schule, glaube ich, zum ersten Mal gelesen, genau. Wie war es damals? Genau, das war so dieses Englisch-LK, was wir damals hatten. Und
Ja, damals war es so eher gedrängelt, soll oder soll nicht. Und es war zwiegespalten. Das ist mir jetzt gerade, als du nochmal auf den Hintergrund von Hemingway aufgezählt hast, dass er ja, wie jeder Autor, sie verarbeiten ja autobiografische Dinge und ihre Hauptfiguren sind halt Männer, die diese Hintergründe haben. Ist ja hier jetzt auch. Und es war schon damals immer so, dass eher die Jungs in der Klasse eher Hemingway lesen wollten und auch sehr positive Erfahrungen dazu haben, auch wenn eine Klausur geschrieben wurde über Hemingway, war meine Note besser, als wenn es um andere Autoren ging. Und die Mädchen in der Klasse mochten das nicht so unbedingt, wenn es gelesen wurde. Also haben wir immer so einen Ausgleich gefunden, weil Hemingway ist halt ein wichtiger Autor in der Literaturgeschichte. Und Dann gab es für die Mädels Jane Austen und für die Jungs Hemingway, so oder? ungefähr tatsächlich. Ja. So ungefähr tatsächlich. Es war dann auch immer von den Geschichten ausgelegt. Und es ist ja auch gut, dass du wichtige Autoren auch besprichst, gerade in der Schule, wenn es ein Leistungskurs ist. Und als ich ihn jetzt gelesen habe, um es auf heute zu beziehen, weil ich wirklich lange kein Hemingway mehr hatte, ich hatte einmal dieses Buch Meistererzählungen. Und ich weiß gar nicht, habe ich es dir gegeben oder habe ich es irgendwo? Ich hatte so ein Ernest Hemingway Meistererzählungen auf Deutsch. Und ich habe es dann einfach weggegeben. Ich weiß nicht, wem ich es gegeben habe. Habe ich es dir gegeben? Ich Also nicht. wüsste es nicht, Okay. nee. Vielleicht finde ich es irgendwann mal bei dir. Ich kann mal nachschauen, ja. auf jeden Fall habe ich, als ich es jetzt gelesen habe, dachte ich so, wieso habe ich eigentlich so lange kein Hemingway mehr gelesen? Ich bleibe erstmal fernab vom Inhalt, vom Stilistischen. Er hat eine unglaublich gute Art zu schreiben, sehr pointiert und sehr genau. Und er kann diese ganze Umgebung, wenn wir nochmal den Inhalt uns vor Augen führen, und das ist sehr einfach, sich das Ganze vor Augen zu führen, was wir gerade erzählt haben. Eigentlich passiert ja nichts. Und es lebt einfach von der Erzählung, nur die Erzählung ist nicht langatmig von Hemingway. Er kriegt es wirklich hin in der Art und Weise, seinen Satzbau und die Verwendung seiner Adjektive, um einen da wirklich mit abzuholen und mich als Leser auch in diese Gefühlswelt, in diesem Beispiel von Santiago auch reinzuholen und warum ich glaubhaft auch annehme, dass dieser Fischer eine emotionale Bindung zu diesem Fisch, Schwertfisch oder also zu diesem Fisch eben aufbaut, zu diesem sehr großen, überdurchschnittlichen Fisch und gleichzeitig diesen Hass gegenüber den Haien aufbaut. Und dass ich auch diese Beziehung, die mit dem Jungen ja eigentlich nur sehr kurz und eigentlich nur in kurzen Teilen dieser Erzählung, ist ja nicht mal ein ganzes Buch, nur aufgeführt wird, wie wichtig sie ihm ist, auch rüberkommt. Also da ist mir nochmal so wirklich, wie gut dieser Hemingway ist. Natürlich, es wird dann irgendwann die Frage mit zeitgemäß kommen. Es sind, ich glaube, auf einer Seite dreimal das N-Wort. Das wird einige konsequent aufregen und da wird es pauschal, es darf nie wieder irgendwo gelesen werden. Wir haben den Hintergrund gesagt. Ich habe es am Anfang so ein bisschen natürlich auf meine Art comichaft so hervorgehoben. Der Mann ist vor einem Jahrhundert geboren worden. Und Ja, das, vor einem Jahrhundert und 24 Jahren, ne? Sogar noch ein nicht bisschen wahr? mehr. Also wir reden von einer anderen Zeit und anderen Umgängen, was damals halt ein tagtägliches war. Das ist nicht bestimmendes Thema da drin, sondern für mich ist bestimmend in der Art und Weise, was dieser Autor für literarische Stilmittel grandios hier anwendet, um eine Erzählung unglaublich emotional darzustellen. Das finde ich gut. Was ich natürlich nicht weiß, und die Frage stelle ich mir jetzt auch wieder, wie ich sie mir damals im Englisch-LK gestellt habe, ist es wirklich dann doch eher ein Autor für Männer? Oder finden auch Frauen da einen Zugriff? Du bist jetzt der Richtige, du hast das Ja. Shirt an. Ihr habt einfach Ja. eine größere Bandbreite gehabt und das war kein, ich lese mal aus Bock oder weil ich in der Schule muss, sondern ihr habt euch aktiv dafür entschieden, das zu studieren. Und da hast du ja ein ganz anderes Spektrum einfach, um das mal zu erzählen. Das würde mich auch interessieren, was du Ja, da ich habe ja erfahren hast. gelegentlich schon mal eingeworfen, dass ich Literaturwissenschaft ein bisschen so nebenher studiert habe, während ich Wrestling-Promoter war. Part-Time-Student wurde ich auch gerne genannt im englischen Fachbereich. Aber
Also erstmal, Hemingway fand ich von Anfang an auch spannend. Alleine vom Namen her, da schwang irgendwas mit, wie du das auch schon so selber gesagt hast. Ich habe Der alte Mann und das Meer, The Old Man and the Sea, damals direkt dann auch komplett gelesen, als im Seminar drankam. Und ich muss sagen, mir hat das echt schwer gefallen. Also mir ist es echt schwer gefallen, weil also ich dachte mir, boah, der alte Sack geht jetzt da, fährt mit seinem Boot da raus, dann ist er auch so dümmlich und packt da nichts mit ein, lässt sich von diesem Fisch rausziehen und schwimmt er da die ganze Zeit umher und am Ende außer Spesen nichts gewesen, kommt er nur mit dem Skelett zurück, weil die Haie alles aufgemampft haben. Ja, nee, fand ich nicht geil. Ich fand's nicht geil in der Uni. Okay. Das war für mich heute mit der Perspektive, die ich heutzutage habe, ein anderes Lesen als damals an der Uni. Fiesta, The Sun Also Rises, fand ich mega geil. Also das war ein Roman, der hat sofort gezündet bei mir. Den hatte ich, glaube ich, auch zuerst gelesen. Deswegen habe ich mich auf The Old Man and the Sea auch sehr gefreut und dachte mir, wow, das ist auch noch echt so ein dünner Roman, Quick Read. Ja, also es sind jetzt in der deutschen Ausgabe sind es hier 150 Seiten, aber ist sogar noch ein Vorwort dabei. Also ist eine Novelle, ne? Hat der Harald mir auch schon erklärt. Das hier ist wirklich eine Novelle. Das ist mit dem Jungen so eine kleine Rahmenhandlung, ne? Also er spricht erst mit dem Jungen, da wird so ein bisschen das Setting erklärt. Er kommt am Ende wieder zurück in diese Welt, aber ansonsten ist er auf dem Meer und es gibt einen Strang und es läuft alles auf diesen Zweikampf zwischen Mensch und Tier, zwischen der Natur und dem Menschen, was ja auch irgendwie sehr zeitgemäß ist wieder so, ne? Kampf, Mensch, Natur und er braucht diesen Fisch, um zu überleben, aber er hat ja einen riesigen Respekt auch zu dem Fisch. Er spricht zu ihm, er spricht zum Vogel, der dann auch immer mal wieder mit seinem Boot mitfliegt und das ist schon. Also heute konnte ich das wirklich genießen. Ich finde, das ist sprachlich auch sehr cool. Ich würde ganz gerne mal die ersten Sätze lesen. Wie gesagt, ich habe sie nicht hier, aber man findet sie auch online mittlerweile. Ja, du kannst ganz einfach eine Leseprobe einfach mal haben, die ersten 15 Seiten und da wirklich einfach Hemingway, der alte Mann, das mir eingeben und das alles legal, for free. Und dann ja, Moment, auch Projekt Gutenberg Kanada ist frei verfügbar hier. Ne? Also kann man komplett lesen sogar online. Ich lese mal nur einen alten Abschnitt. He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. He had gone 84 days now without taking a fish. Ist der erste Satz. Damit ist eigentlich auch alles klar und das mag ich auch immer, wenn so einen starken Einstieg hat. In the first 40 days a boy had been with him, but after 40 days without a fish, the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally salau, which is the worst form of unlucky. And the boy had gone at their orders to another boat, which caught 3 good fish in the first week. It made the boy sad to see the old man come in each day with a skiff empty, and he always went down to help him either carry the cold lines or the gaff or and the harpoon and the sail, also die ganzen Einzelteile, ne, von dem Boot, that was furled around the mast, also um den Masten gedreht. The sail was patched with floor sacks and furled. It looked like the flag of permanent defeat. Das hört sich doch so geil an, ne? Das geflickte Segel and it looked like permanent defeat. Das war meine Hausaufgabe im Übrigen. Bevor wir die Klausuren geschrieben hatten, war es lesen und den ersten Absatz einmal, ja, also da eine tiefgründige Interpretation konntest du jetzt nicht schreiben, aber da schon mal die ersten Sachen da raushauen. Und dies, bei dem Wort Salau ist bei mir sofort was. Weißt du, welche Sprache Salau ist? Ich wusste es. Was ist es? Spanisch, Portugiesisch? Ja, dachte ich mir auch. Nein, weder noch. Es ist nicht Spanisch, es ist nicht Portugiesisch, es ist nicht Englisch. Also das ist wirklich irgend so ein Fischer-Mischmasch-Wort. Wenn man Salau eingibt, kommt man immer auf Hemingway. Aber das ist irgendwas, was kolloquial, umgangssprachlich scheinbar unter den Fischern gesagt wurde.
Und ich lese mal die Übersetzung dieses finalen Satzes in der alten Übersetzung und in der neuen Übersetzung. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und zusammengerollt, sah es wie die Fahne der endgültigen Niederlage aus. Und in der neuen Übersetzung, das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und eingerollt, sah es wie die Flagge einer unabänderlichen Niederlage aus. Also ich finde es ganz witzig, es ist wirklich fast jeder Satz anders. Also es gibt kaum deckungsgleiche Sätze zwischen der alten und der neuen Übersetzung. Ich finde aber, dass im Englischen diese Atmosphäre einfach anders herüberkommt. Also dieser schlichte Stil. Man kriegt es einfach nicht so ins Deutsche hinein übersetzt, dieses Pointierte, was Hemingway hat. Was du ja schon sagst, sein Stil ist sehr einfach. Für Hemingway ist bekannt für die Iceberg Theory. Kennst du die Iceberg Theory? Ja. Ja, ich kannte sie. Ich habe sie auch geschrieben. Genau, ja. Das heißt natürlich, dass er, für alle, die sie nicht kennen, die Iceberg Theory besagt, ein Achtel des Eisbergs ist nur über dem Wasser zu sehen. Das ist sozusagen das Buch und die 7/8 sind unter dem Wasser. Und das heißt einfach, dass man nicht zur Schau tragen muss, alles, was man weiß, aber man muss es trotzdem wissen, ne? Also dieser ganze Eisberg muss da sein und der Leser merkt, dass der Eisberg da ist. Und das fand ich auch super. Weil es ist ja schon ein Buch über die Freundschaft auch, über Freundschaft zwischen diesem Jungen und zwischen diesem alten Mann. Und er vermisst ja den Jungen, aber das wird gar nicht irgendwie breitgetreten. Das sind dann einfache, kurze Sätze. Oh, ich wünschte, der Junge wäre jetzt bei mir. Er sagt es ja auch. Genau. Ja, und die kommen genau an der richtigen Stelle. Und deswegen schwingt das im Kopf mit und deswegen ist der Junge unglaublich wichtig, auch wenn er eigentlich nur so einen kleinen Teil ausmacht. Das fand ich schon sehr cool. Also der Stil von Hemingway, dass er wirklich die Dinge nicht aussprechen muss, nicht beim Namen nennen muss, sondern einfach nur diese ja auch sehr realitätsnahen Dialoge schreibt. Dafür ist er ja auch super bekannt, dass er Dialoge schreibt, die nicht hochliterarisch sein müssen, sondern die wirklich einfach die Realität spiegeln. Diese Story ist komplett glaubwürdig. Also das kann man sich vorstellen, dass diese Story so passiert ist, so ungewöhnlich, wie sie ist. Und das macht ja auch das Setting einer Novelle aus, durchaus. Es ist aus dem Leben gegriffen und man kann es sich wirklich vorstellen. Oder? Ja. Ja, ohne jede Frage. Also durch die Art und Weise, wie es beschrieben wird. Und es ist auch, gerade nach dem, was du gesagt hast, ist es ja eigentlich tiefgründig geschrieben. Ja. Ohne tiefgründig zu sein. Ja. Iceberg Theory ist ja genau das. Ja. Und wenn ich einen Hemingway lese, ist es eigentlich, also früher war es, für mich ist ja so, jetzt muss ich gerade die ganzen Kurzgeschichten, die er auch geschrieben hat, mal wieder da reinlegen. Ich weiß, bei Hemingway... Schnee auf dem Kilimanjaro oder wie heißt. Ja, genau. Wo wird es kürzlich empfohlen, muss ich dann auch mal lesen. Ja. Auch im LK gehabt. Ja. Und es ist so, immer wenn ich es gelesen habe, es war irgendwie auch wie so ein Damoklesschwert. Früher, weil ich gelesen habe und ich wusste, was ich lese, irgendwas ist dahinter eigentlich immer gemeint. Ja. Damit ist das... Andererseits, wenn du einmal die Biografie von Hemingway liest, dann kannst du relativ schnell das eigentlich auch hinfliegen. Wie alt war ich in der Schule und da ja, klar. Das alles gab. Und jetzt ist es bei dem, ja, es ist etwas dahinter. Ich erkenne es auch. Andererseits ist ja für mich frei, welche Interpretation daraus ich mache. Eine Sache, die wir halt, ich meine, es ist ein Titel, das Meer. Das Meer ist über allem. Und Hemingway ist jetzt nicht vielleicht der Gläubigste, trotzdem ist Religion bei ihm immer immer ein wichtiger Teil. Und ja. Im Endeffekt ist es so, er spricht ja auch das Meer und den Himmel auch nochmal an. Also das Meer ist quasi alles, was wir haben. Der Himmel ist darüber, ist ja eigentlich auch Gott, der ihn damit sieht, wie er diesen Kampf noch einmal bestreitet. Ja. Ja, gegen den Fisch. Wobei es ja auch, ja, es ist ein Kampf, aber gleichzeitig beschützt er ihn ja dann auch gegen die fremden Eindringlinge. Und ich saß dieses Mal tatsächlich, so als ich es gelesen habe, nicht mal diese offensichtliche Konfrontation, Mensch gegen Natur, ich meine, die ist klar zu sehen. Es ist ja auch ein Kampf mit sich selbst, den er führt. Dieses mit sich ganz allein. Genau.
Also das, womit jeder sich ja auch selbst in der Form auseinandersetzt. Ja, und da fand ich diese Stelle so geil, als er gesagt hat, er musste den Marlin davon überzeugen, dass er alt und schwach sei. Also der Fisch. Ja, ja. Und er sagt, zum Glück ist der Fisch nicht so intelligent wie ein Mensch, aber der hat natürlich ganz andere Qualitäten. Und er hat auch Mitleid mit dem Fisch, aber er muss ihn überzeugen, diesen Kampf gegen mich kannst du nicht gewinnen. Und das reflektiert natürlich auch so auf sein eigenes Alter und die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Es hätte durchaus so ausgehen können, dass Santiago hier nicht lebend rauskommt. Also das war eigentlich damals auch durchaus was, was ich erwartet habe, dass dieser alte Mann nicht mehr aus dem Meer zurückkommt. Aber es ist hier ein glückliches Ende, was wir haben. Wir haben dann diesen Traum von den Löwen, den er am Ende träumt. Und ja, was du sagst, diese Tiefe, die darunter liegt, es ist ja eigentlich das Kontrastprogramm zum Kaffee am Rande der Welt. Oder? Weil das, was ich da kritisiere, was da wirklich, da wird ein paar. Schaut euch gerne geklaut. Die Ausgabe hier Ja, oder macht diese Ausgabe erfolgreicher als das Kaffee am Rande der Welt. Verkraftest es nicht, das. Ich werde euch danken dafür. Ich werde euch danken. Teilt es, liked es und so weiter. Ja. Also dann kann ich ja fast den Vergleich wieder zu dem Alchemisten bringen von Paulo Coelho. Ne? Da ist es ja. Okay, das ist sehr. Ja, aber auch Paulo Coelho hat halt nicht so einen Stil. Paulo Coelho kaut einem dann auch schon die ganze Message vor. Und das macht Hemingway halt nicht. Das Buch dann 370 Seiten lang. Das ist ja. Und genau, es ist einfach ein Buch von einem alten Mann, der aufs Meer hinausfängt und einen Fisch fängt und wieder zurückkommt. Und da wird die Frage. Die Message, die dahinter ist, die ist ja für jeden frei. Wir sehen diese Auseinandersetzung. Es muss nicht dieses komplette Mensch-Natur sein. Das ist offenkundig. Es ist auch die Beziehung zueinander, die sich auch entwickelt. Es ist ja dieses Unbekannte, die Liebe, die er zu dem Fisch entwickelt. Aber gleichzeitig, als er ihn gefangen hat, dass er ihn dann anbindet. Und das Interessante entwickelt sich ja, wenn die Haie ihn angreifen. Und er will ihn dann ja nicht mal mehr ansehen. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Gleichzeitig beschützt er ihn immer noch. Und am Ende dieses Skelett, das dann bleibt, das trotzdem eine Art Triumph ihm dann noch gibt. Das ist ja immer noch eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Die kann ja auch ein heutiger Leser, der keine Ahnung von Hemingway hat, auch sehen. Denn es wird ja immer, du musst ja etwas in der Hand haben. Ja. Du musst gewinnen. Deswegen bekommt jeder eine Siegerurkunde bei Schulsport. Es gibt nicht, wenn Bundesjugendspiele sind, bekommt doch jeder etwas. Das war und es bekommt eine jeder. Teilnehmerurkunde hat man sonst. Jeder bekommt nicht. Was. Jeder, ja, bekommt, jeder was. Bekommt was. Ja. Ist nicht. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Es ist wirklich, und das ist das Tolle, dass er ja, er hat ja nichts, er hat das, wofür er gekämpft hat, das er wollte, er hat es verloren, er glaubt, er hat alles verloren. Und dann bekommt er trotzdem diese Anerkennung. Denn es ist ja nicht so, dass er zurück in dieses Fischerdorf kommt und die Leute ihn mit Hämen sehen. Er geht ja auch dieses Symbol, wie er, das ist ja auch wieder rein religiös, wie er zu Kreuze kriegt, zurückgeht. Das ist ja auch an Jesus Christus komplett angelehnt, was der Hemingway macht. Aber er kommt zurück, ist in seiner Hütte und er wird herzlich, liebevoll von dem Jungen dann empfangen. Und die anderen Fischer sind Touristen in dem Dorf und es wird wie so ein Triumph gefeiert. Das ist für mich auch eine wichtige Message. Auch wenn du das, was dir vermittelt wird, du musst gewinnen, du musst die Goldmedaille haben. Nein, du hast trotzdem, du hast einen Kampf auch mit dir selbst geführt und den hast du dann auch gewonnen. Er hat natürlich die Ehrenurkunde da hängen, ne? Also die hängt am Boot. Das Grippe, also noch deutlich weniger als das hier. Und das ist natürlich hochironisch, dass er den Kampf verloren hat, aber trotzdem als Gewinner nach Hause kommt. Also das Ding hängt da. Er hat, also diesen Kampf gegen die Haie hat er einfach komplett verloren. Und trotzdem kommt er zurück und ist hier der Sieger. Jetzt kommt, hat er die Kämpfe verloren. Er hat die Haie getötet. Er hat gegen die gekämpft. Und er hatte nicht mal mehr eine Waffe, sondern er hat mit einem Knüppel quasi auf die draufgehauen. Er wusste auch immer genau, wo auch dieser Kampf ist so gut beschrieben.
Also es ist nicht einfach, ja, ich habe ihn da getroffen, sondern dieses rein, wo muss ich ihn treffen, die Reaktion des Haies, damit du da wirklich auch siehst, was hat dieser alte Mann Santiago in diesem Moment auch gesehen. Er ist alt, er ist körperlich angeschlagen und doch in dieser extremen Situation ist er genau zielgerichtet. Und das wollen wir ja auch sein. In dieser Situation, die wir uns, vor der wir eigentlich Angst haben. Wo, im Normalfall, die Angst weicht ja auch, die er gegenüber den Haien hat. Er wird ja angetrieben von Hass. Ja. Hass einerseits, dass der Fisch, den er nicht mehr ansehen will, Marlin, der ist für ihn nichts mehr. Der ist ein Gerippe geworden und trotzdem verteidigt er ihn. Da sind so viele, für mich, für heute immer noch, deshalb greifbar dieses Buch, weil es der Kampf mit sich selber auch sehr wichtig ist, weil ich glaube, wir werden alle damit auseinandergesetzt, gerade bei Jugendlichen, wenn du nicht etwas in der Hand hast, wenn du was gemacht hast, dann bist du nichts wert. Das wird dir vermittelt. Ja. Und jetzt nicht nur auf Social Media bezogen oder so. Wie erfolgreich ist der? Die Quervergleiche mit einem, nein, das ist nicht. Der Kampf, den führst du mit dir selbst und du kannst daraus deine eigenen Siege dann auch ziehen. Dafür finde ich das sehr, sehr wichtig. Und hier hast du dann noch eigentlich auch die Antwort auf die Frage, die du vorher gestellt hast. Wieso ist es ein Buch, was Jungs und Männer vor allen Dingen lesen und was nicht so von Frauen gelesen wird? Wobei, da gibt es mit Sicherheit auch einige Ausnahmen. Das, was man heute unter toxischer Männlichkeit beschreibt, ist ja das, was Hemingway bei seinen Helden, seinen Code Heroes beschrieben hat, dieses Grace under Pressure. Das heißt, im schlimmsten Fall zeigen sie ihre besten Seiten, unter Druck funktionieren. Courage is grace under pressure, hat Hemingway gesagt. Also Courage ist Grazie, müsste man ja sagen, unter Druck. Aber man kann das gar nicht so übersetzen eigentlich, sondern sie stehen zu sich selbst. Auch unter dem größten Druck, selbst wenn es bis zum Tod führt, bricht der Hemingway-Held nicht. Und das ist natürlich was, ja, kann man finden, wie man will. Dass die Helden dann immer irgendwie trotzdem noch gerade stehen müssen. Aber ich fand das auch also sehr, sehr, sehr interessant. Und ich meine, das ist eine Konstruktion von Männlichkeit natürlich und zeigt dann halt sowas wie Ehre, Courage, Beständigkeit, ne? Ganz egal, was das Leben vor dich schmeißt, sondern kämpf dich durch und bleib da. Und klar, der sagt dann auch mal zwischendurch so, der Junge ist nicht da, aber der wird natürlich nicht zusammenbrechen und sagen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, der Junge ist nicht da, hier kann ich nicht bestehen und sich im Boot verstecken, sondern er zeigt einfach eben diese Größe. Warum ist es nur jetzt Charaktereigenschaften eines Mannes und wieso nicht eines Menschen allgemein? Ja. Jeder Mensch muss für sich Rechenschaft irgendwann ablegen. Naja. Es war natürlich zu Hemingways Zeit ganz klares männliches Attribut und kein weibliches Attribut. Da hast du recht. Die Rollenverteilung in der Art. Genau. Ich versuche jetzt den Bezug für heute, weil ich für mich selber laut diese Frage gestellt habe, wie es damals halt auch bei uns in der Klasse war. Ja, die Probleme. Also genau, wenn man es mit heutigen Augen sieht, die Problematik ist ja natürlich an der ganzen Geschichte, dass du dann im Prinzip keine Schwäche zulassen kannst und dass manche Menschen darunter zerbrechen, wie Hemingway auch selber, der sich dann eben selbst exekutiert hat im Alter von 62 Jahren, hat er sich selber erschossen und das ist natürlich eine krasse Geschichte und jemand wie Hemingway konnte sich eben nicht öffnen und Schwäche zulassen und manche Menschen zerbrechen darunter. Also es ist natürlich auch sehr eine Typsache, wie gut das funktioniert oder wie gut das eben nicht funktioniert. Aber es ist ein Konstrukt, was sich an den Hemingway-Büchern einfach gut nachvollziehen lässt. Und ich finde, dafür ist es auch hervorragend. Also das mag man jetzt als toxisch begreifen, aber ich finde es immer noch, auch für mich selber, in vielen Augenblicken im Leben auch gut, wenn man sich durchbeißen kann und wenn man auch Stärke zeigen kann und wenn man weiß, so, nee, das ist jetzt mein Ziel, da will ich hin und das mache ich jetzt.
Und ja, ich fand das immer sehr cool. Aber deswegen geht natürlich Hemingway auch wenig rein so in das Gedankenleben. Also klar, der alte Mann, der führt im Prinzip Dialoge so mit oder Monologe mit sich selbst da auf dem Meer draußen. Aber er schweift da nicht von der Story ab. Also er bleibt wirklich genau bei der Story. Ich meine, zwischendurch geht es ja mal um Baseball und da werden da mal Vergleiche gezogen. Genau, aber diese Härte bleibt und der Fokus auf der Aufgabe, das bleibt natürlich. Und das ist ganz, ganz straff durchorganisiert bei The Old Man and the Sea. Und du kannst halt daraus selber für dich die Schlüsse ziehen, wie offen du dann bist für dich selbst bei dieser Situation, fernab von dem Fisch und dem Boot. Nochmal, das Meer, dieses große Unbekannte in diesem Gefilde, in dem er ist, weit weg von seiner Heimat. Das sind Dinge, mit denen wir uns, also vor denen wir Angst haben als Menschen einerseits. Andererseits wollen wir, das ist es ja, wir wollen diese große Herausforderung eingehen, die Welt erobern. Und wenn wir unsere Komfortzone verlassen, haben wir Angst. Das kann auf Berufliches bezogen sein, es kann auf Privates bezogen sein, auf alles. So, und dann bekommen wir das, was wir uns am meisten wünschen, in diesem Fall der große Fisch. Und dann haben wir immer noch Angst und wir wollen keine Schwäche, er will ja keine Schwäche zeigen. Ja. Und diese ganze Entwicklung finde ich auch deshalb weg von dem Mensch Natur, wie ich es damals halt auch viel im Kopf hatte, weil es offensichtlich ist, das ist der Kampf mit sich selbst. Unterm Himmel, vor den Augen Gottes quasi, wenn du es religiös noch mit haben willst. Ja. Also da in dem Ganzen, was da steckt, finde ich cool, finde ich super und halt auch gut geschrieben. Also es ist einfach zu lesen, Punkt. Das kannst du von 12 bis 112 lesen. Ja, genau, das ist nämlich auch der nächste Punkt. Also ich hatte es bei mir im Englisch, also wir haben so einen differenzierten Englischkurs im 6. Schuljahr. Da habe ich mal die ersten 2 Seiten angelesen und habe sie mal raten lassen und wollte mal wissen, ob irgendjemand den Titel kennt. Und sie sind tatsächlich auf The Old Man and the Sea gekommen, aber durch Raten, sie wussten es nicht, aber es ist direkt so eine Essenz in der ersten Seite, dass man weiß einfach, worum es geht. Also The Old Man war sehr schnell klar. And the Sea haben sie noch ein bisschen länger für gebraucht. The Old Man and the Fish waren sie schneller so dabei. Ja, fand ich sehr interessant. Hast du eigentlich den Film gesehen? Ja, sehr lange her. Und ich habe ihn dann, als ich letztes Jahr einmal schwer krank war, mit Schüttelfrost hier lag, habe ich ihn angemacht und bin ein paar Minuten eingeschlafen. Ich glaube, der geht knapp eine Stunde, der ist auch nicht lang. Ja, der ist wirklich nicht lang, nur wie gesagt. Ich habe irgendwo im Regal stehen, ich habe jetzt leider nicht was gesucht. Ja, ich habe mir jetzt auch überlegt, will ich den Film eigentlich sehen? Dann lese ich es eher noch ein zweites Mal mit einer anderen Übersetzung oder... Ich weiß es nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob ich die neue Übersetzung nicht unbedingt dann... Ich kann es dir wirklich empfehlen, lies es mal in der englischen Fassung, in dieser Reklamfassung. Wirklich. Ja, in der englischen Fassung sowieso, klar. Ja. Hatte ich nicht in der Reklamfassung. Ja, aber die ist schön, weil wirklich jedes Wort, über das du stolperst, ist unten angegeben. Okay. Ja. Ich bin ja bei deutschen Neuübersetzungen seit Orwells 1984 so ein bisschen vorsichtiger, wo ich das angefangen hatte und dann, okay, ich lese es ein. Ich lese es einfach auf Englisch lieber, als wir die Besprechung gemacht hatten. Also, ich meine, es ist ja beides hier im Rowohlt Verlag erschienen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, ich habe durchgeblättert. Ich habe es jetzt nicht nochmal komplett in der neuen Fassung gelesen. Ja. Wenn das irgendjemand gemacht hat, gerne in die Kommentare rein. Ich finde, die unterscheiden sich jetzt nicht so stark, dass ich sage, da hat man eine neue Übersetzung gebraucht. Mich würde es interessieren, wie macht ihr, und damit frage ich jetzt alle, die das Video gerade sehen, gerade bei den Klassikern, weil wir dieses Thema Klassiker ja jetzt hiermit so ein bisschen aufgreifen, lest ihr die dann auch im Original des Autors, in der Originalsprache des Autors, also Englisch geht dann, bei Französisch kriegt vielleicht auch noch der eine oder andere, ich weiß es nicht, Spanisch. Ja, ich habe tatsächlich eine Umfrage in der Community gemacht, zwischenzeitlich. Sehen, darauf wollte ich mich jetzt. Ja, es lesen die wenigsten im Original. Also deutlich unter 10%, deutlich, deutlich unter 10%. Deswegen auch an die Community der Hinweis, das ist ein Buch,
lässt sich wirklich hervorragend im Original lesen. Das heißt, wenn ihr The Old Man and the Sea noch nicht gelesen habt, also die Handlung ist klar, ja, da muss man nicht gespoilert werden. Also das ist. Er ist auf dem Meer? Ja. Er ist auf dem Meer? Er ist auf dem Meer. Gut, das Ende haben wir jetzt auch ein bisschen vorweggenommen. Aber es geht da wirklich darum, wie macht Hemingway das? Und dafür ist es wirklich ein Quick Read und ein Klassiker, von dem man sagt, hey, habe ich gelesen. Hemingway, ich habe immer so das Gefühl aktuell, dass er nicht mehr so den Status hat wie damals. Ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen abgenommen. Auch wenn er öffentlich jetzt irgendwie nicht krass kritisiert wird. Oder zumindest bin ich, wenn da, nicht im Diskurs drin. Ja, direkten Formulierung. Wenn, ich glaube, heutzutage würde man die, nicht mal Randgruppen, aber wenn er Versklavung und solche Themen, die er halt auch im Krieg selber miterlebt hat, wie sie am Praktikum waren, so offenkundig und klar und direkt und auch so formuliert mit den Bezeichnungen, wie es war, dass da Leute das als Grund einfach fühlen sich dann persönlich, weiß ich nicht, in welcher Form angegriffen, und daher wird das ganze Buch oder wird halt sehr viel mehr dadurch eher außen vor gelassen. Das kann ich mir vorstellen, dass das mit einem Grund spielt, mit einer Rolle spielt, so rum gesagt. Ja, möglich. Also deswegen habe ich es am Anfang gesagt, es gibt eine Seite, wo es dann halt ist, und du dann sagst, okay, das wird heute so keiner schreiben. Aber ich denke, jeder, der mit Verstand dabei ist, der kann das in die Zeit einordnen. Und Hemingway selber, das ist ja vielleicht ganz gut bei ihm, wieso er nicht so sehr verteufelt wird, immerhin, dass er sich politisch eigentlich immer sehr bedeckt gehalten hat. Also es ist nicht, man sagt zwar, dass er ein bisschen links ist, aber ich denke eher durch die Kriegserfahrungen, was wir natürlich genauso bei Remarque im Westen nichts Neues haben. Jemand, der aus dem Krieg zurückkommt, kann selten irgendwie was Gutes über den Krieg sagen. Das war bei ihm relativ deutlich. Aber auch da, er zieht eben kein Fazit daraus, sondern er beschreibt einfach und man kann dann eben selber nachdenken. Und das weiß ich zumindest bei Hemingway sehr zu schätzen. Kennst du eigentlich? Dadurch authentisch. Ja, was er völlig. Also seine Figuren, was du querbeet bei ihm liest, er ist ein unfassbar authentischer Autor. Ja, und er rückt eben, die Erzählerstimme rückt eben sehr in den Hintergrund und die Figuren dadurch immer weiter in den Vordergrund, auch wenn er, wie gesagt, sehr simpel schreibt teilweise und gar nicht so viele Infos mit reinklatscht. Dadurch wird man aber eben selber sehr angeregt und jeder nimmt so aus der Story was für sich mit. Kennst du eigentlich, zwei Sachen wollte ich noch sagen zum Thema Hemingway. Ein großes Vorbild, was er hatte, ich weiß nicht, ob ihr da damals im LK drüber gesprochen habt, war Samuel Taylor Coleridge. Sagt der dir was? Nee. Der hat 1834 The Rime of the Ancient Mariner geschrieben. Okay. Oder Mariner, ich glaube Mariner wird es ausgesprochen. Und das war auch so einer von Hemingways Vorbildern. Und das ist eine Ballade, das heißt komplett gereimt, aber auch relativ lang. Ich habe leider meine Version irgendwie gerade nicht gefunden, aber gibt's auch komplett online. Muss man sich ein bisschen mit dem Wörterbuch hinsetzen, aber finde ich auch sehr, sehr geil. Ich befürchte, die hatte ich im... vielleicht. Herr Heinzinger, es tut mir leid. Ich lese nur mal die ersten vier Zeilen. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three. By thy long grey beard and glittering eye, now wherefore stop thou me? Also es ist, auch wenn man sich das, man muss sich das laut vorlesen, aber es ist so eine krasse Hochzeitsgesellschaft, auf die so ein alter Sack, so ein alter Seefahrer kommt. Und dann erzählt er so eine große Geschichte mit einem Albatros. Dieses sehr, sehr Mariner, geil. Also können wir auch mal was zu machen. Hat mir irgendwas in mir da oben geweckt, weil dieses Wort wurde, ich habe das Gefühl, mir wurde das mal erklärt. Ja. Oh, das ist auch wirklich sehr cool. Man muss sich den englischen Originaltext, der wird gar nicht mehr aufgelegt. Also es gibt da so ein
Also man kann online schon Varianten finden, in denen es gedruckt wurde. Man kann sie auch einfach selber ausdrucken, weil es gibt den komplett online. The Rime of the Ancient Mariner. Dafür braucht man aber ein Wörterbuch. Man muss sich wirklich hinsetzen und kurz nachschlagen. Ist auch relativ lang, dadurch, dass das alles gedichtet ist und dass es eben nicht leicht zu lesen ist. Aber wenn man sich die Mühe macht und das Ganze immer hier nebenbei schreibt, okay, Bedeutung der einzelnen Vokabeln, weil viele einfach zu alt sind, die kennt man nicht. Und dann liest man sich's nochmal so laut vor danach. Also ich hatte da eine Menge Spaß. Ich habe mir das übersetzt zur Zeit vom Lockdown. Und kann ich auch gerne mal schreiben, gerne mal drüber sprechen. Also wer von euch The Rime of the Ancient Mariner kennt, schreibt es bitte auch mal in die Kommentare rein. Und dann wollte ich sagen, natürlich zum Thema Lost Generation und Fitzgerald und Hemingway und Gertrude Stein und so weiter. Massiv Film natürlich dazu ist ja von Woody Allen, Midnight in Paris. Mhm. Hast du den gesehen? Ich bin mir relativ sicher, dass ich habe ihn nicht im Kopf. Ich bin mir relativ sicher, dass ich. Also da geht ein Schriftsteller, der viele Barrieren hat und viele Probleme hat, aus der Gegenwart zurück in das 1920er Leben von in Paris. Hemingway war ja damals auch in Paris und da hat sich ja diese ganze Clique da gegründet. Und da haben sich ja dann auch Fitzgerald und Hemingway sehr viel ausgetauscht. Und das ist schon sehr geil. Also das ist, wenn man das so ein bisschen greifen möchte, wenn man dieses Setting haben möchte und wenn man Hemingway auch so ein bisschen verstehen möchte, diese ganzen Figuren verstehen möchte, also die Schriftsteller als Figuren dann wieder, dann kann man echt gut einsteigen. So das erste, der nostalgische Trip in die Vergangenheit von Woody Allen. Und dann kann man sich als nächstes direkt Fiesta von Hemingway vornehmen. Und vielleicht dann später The Old Man and the Sea. Also ich würde sagen, man kann sich bei Hemingway ein anderes Buch nehmen. Ich würde sagen, es ist nicht mein Buch, was ich am meisten mit Hemingway verbinde. Aber es ist natürlich ein grandioses Buch. Und es hat mir heute viel mehr Freude gemacht als damals. Deswegen vielen Dank für die Community, dass ihr gesagt habt, hier, der alte Mann und das Meer wollt ihr gerne besprochen haben. Vielen Dank an dich, Valandi. Es hat mir viel Bock gemacht, das mit dir zu besprechen. Und ich wusste gar nicht, dass du auch so tief in der Thematik drin bist, dass du es damals ausgiebig gemacht hast. Sehr cool. Ja, es war meine Rettung, dass die Note dann doch besser war im Eck. Und vor allen Dingen wollen wir natürlich wissen, wie viele Frauen hier haben schon Hemingway gelesen. Schreibt uns das mal in den Kommentar rein. Wir haben ja mehr weibliche als männliche Zuschauerinnen auf unserem Kanal. Deswegen interessiert uns das natürlich total. Wie viel könnt ihr so damit anfangen? Ja, das finde ich wirklich, also es würde mich echt interessieren, weil ich halt diese Situation von damals relativ, also die ist mir dann relativ klar wieder im Kopf. Und Fiesta, weil du es gerade angesprochen hast, wird auch in die Liste nochmal bei mir aufgenommen, dass ich es nochmal lese. Wenn du es liest, sag's mir gern Bescheid, können wir gerne auch hier für den Kanal nochmal Fiesta besprechen. Ansonsten geht's dann bald mit Salman Rushdie weiter und T.C. Boyle. Die Amerikaner sind jetzt dran. Ja. Ein amerikanischer Sommer hier. Ich glaube, da müssen wir mal, wie heißt das, von Menschen und Mäusen auf Englisch. Ah, auf Mice and Men ist halt, das habe ich als rotes Reklam. Ingo, ich gucke auch. Ich hab's, Ingo. Rotes Reklam. Ah. John Steinbeck auf Mice and Men hatte sogar dieses Bild vorne drauf. Ich ja sensationell. Das kommt auch mal wieder bei mir rein. Also da habe ich eine ganz, ganz neue Fassung von der Berliner Büchergilde. Es ist leider zu viel Chaos um mich herum. In der nächsten Ausgabe. Und ich habe noch was gerade gefunden, weil Reklamhefte. Und da habe ich Modern American Short Stories, klingt sehr unspektakulär. Und wenn du dann hinten liest, 6 Excellent Stories by Authors of the so-called Lost Generation, Ingo. Ja, wer ist dabei? Hemingway? Es ist dabei Sherwood Anderson, I Want to Know Why, Ernest Hemingway, The Killers, F. Scott Fitzgerald, Babylon Revisited, John Steinbeck, wie wir schon gerade hatten, The Chrysanthemums, das kenne ich nicht, William Faulkner Wash, Catherine Ann Porter, The Jilting of Granny Weatherall.
Also da William Faulkner habe ich auch hier stehen. Ich fand William Faulkner sehr schwierig, zumindest im Original zu lesen. Habe ich damals nicht gepackt. Sollte ich nochmal. Ewig nicht. Auch noch übrig geblieben. Und ich weiß nicht, also ich kann, glaube ich, anhand der Notizen drinne sehen, über welches ich eine Klausur geschrieben habe. Ja, wenn du From Mice and Men machst. Ich habe definitiv was drüber geschrieben, weil das habe ich markiert. Das ist so geil. Also, Valandi, wenn du From Mice and Men liest, dann sagen wir Bescheid. Da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ja, das kommt, also das wird auf jeden Fall gelesen. Ja. Ja. Auf Fiesta muss ich mal, will ich auf jeden Fall, ist jetzt gerade spontan dazu, aber auf Mice and Men will ich nochmal lesen. Also ich habe so eine ganz dicke Ausgabe auch illustriert von der Berliner Büchergilde. Sieht mega geil aus. Ich würde es mir natürlich auch auf Englisch nochmal zusätzlich machen. Was ich übrigens interessant finde, ich habe auch Orangen-Reklams. Oh. Das sind allerdings diese deutsch-englischen Shakespeares. Ja, diese zweisprachigen, die finde ich ja auch sehr cool. Genau. Das wollte ich in einer Übersetzungsausgabe auch nochmal thematisieren. Ich habe ja hier, auch aktuell gelesen, ein Brasilianer in Berlin. Und da ist ja auch immer dann eine Seite Portugiesisch, eine Seite Deutsch. Allerdings merkt man schon im Deutschen auch, dass das ist nicht das Gleiche. Und da muss mein Portugiesisch tatsächlich noch besser werden. Also die Sachen sind einfach nicht so witzig. Wenn es um Humor geht, ist das natürlich immer so eine Herausforderung. Das empfehle ich tatsächlich den meisten. Bei Shakespeare, es kommt drauf an. Bei manchen empfehle ich es schon. Ich habe auch dann, bei manchen denkst du dann, okay, was ist denn das? Klar, also da gehen wir ja noch mal ein paar, also noch mal in der Zeit sonst wie weit zurück. Deshalb die Deutsch-Englisch-Variante lege ich da sehr ans Herz. Und gerade ich habe hier King Henry V., da sind ja sehr viele Sachen und Details, die da mit ins Spiel kommen, die sehr interessant sind. Deshalb, das könnte, wenn du es nur auf Englisch liest, tatsächlich verloren gehen. Wir sind abgedriftet, nur das ist halt auch... Genau, wir nörden in Zukunft noch ein bisschen weiter da. Das finde ich gut, das finde ich schön, das gefällt mir, das ist echt cool und gehört auch mal wieder, für mich zumindest, wieder ins Auffrischen dazu. Deswegen, okay, auf Mice and Men weiß ich Bescheid, Ingo. Sehr gut. So machen wir's. Liebe Zuschauer, schreibt uns gerne in die Kommentare eure Meinung zur amerikanischen Literatur, auf was ihr mal gerne hören wollt. Liken, teilen, abonnieren und gerne auch mal auf unsere Instagram-Seite das_literarische_viertel. Da auch immer mal gerne pushen, weil solche Bilder wie von T.C. Boyle von meinem Wochenendtrip oder so, die poste ich dann auch immer als erstes dort. Ansonsten schaut gerne in die Community. Wir machen immer mal ein paar Umfragen. Vielleicht fragen wir auch mal, wie viele Frauen denn Hemingway gelesen haben hier. So, danke Valandi. Hat Spaß danke, gemacht. Ingo. Danke wir, euch. Schön mal wieder bei euch gewesen. Wir sehen uns bei John Steinbeck dann wieder. Sehr gut. Bis dann. Mach's gut. Ciao.